Hallo, liebe Kinder. Ich begrüße euch zum dritten Kapitel unserer Lesung von Peter Pan. Komm mit, komm mit. Wir befinden uns in London. Es ist Nacht im Kensington Park, Haus Nummer 14, bei Familie Darling. Wendy, Michael und John liegen friedlich in ihren Betten. Alle träumen von Nimmerland, der geheimnisvollen Insel der verlorenen Jungs. Plötzlich öffnet sich wie von Geisterhand das Fenster und Peter Pan erscheint. Zusammen mit seiner kleinen Elfe Tinkerbell. Beide sind auf der Suche nach dem Schatten, den Peter bei seinem letzten heimlichen Besuch im Zimmer der Kinder verloren hat. Drittes Kapitel. Komm mit, komm mit. Wenn jemand in unserer Gesellschaft vorgestellt wird, ist es üblich, dass man sich nach dem jeweiligen Alter erkundigt. Darum fragte Wendy, die immer korrekt handeln wollte, wie alt Peter sei. Keine Ahnung, antwortete er nervös. Ich bin aber noch ziemlich jung. Er hatte tatsächlich nicht den leisesten Schimmer. Nur Vermutungen, und so sagte er aufs Geradewohl: An meinem Geburtstag bin ich weggelaufen, Wendy. Weil ich nämlich gehört habe, wie Vater und Mutter darüber redeten, erklärte er mit leiser Stimme, was ich werden sollte, wenn ich erwachsen bin. Er war jetzt stark erregt. Ich will nie erwachsen werden, sagte er in einem Gefühlsausbruch. Ich will immer ein kleiner Junge bleiben und Spaß haben. Und darum bin ich zum Kensington Park weggelaufen und habe lange bei den Elfen gelebt. Sie schaute ihn voller Bewunderung an. Er meinte, weil er weggelaufen war. Aber in Wirklichkeit war es, weil er Elfen kannte. Wendy hatte ein so behütetes Leben, dass Elfen zu kennen etwas Wunderbares für sie war. Weißt du, Wendy, als das erste Baby zum ersten Mal lachte, zerbrach sein Lachen in tausend Stücke und die hüpften alle herum. Und so nahmen die Elfen ihren Anfang. Peter fiel auf, dass Tink sich mucksmäuschenstill verhielt. Ich habe keine Idee, wo sie ist, sagte er, stand auf und rief Tink. Wendys Puls flatterte in freudiger Erregung. Peter, rief sie und packte ihn am Arm. Willst du damit sagen, dass eine Elfe hier im Zimmer ist? Eben war sie noch hier, sagte er etwas ungeduldig. Kannst du sie hören? Beide horchten. Das Einzige, was ich höre, sagte Wendy, ist so ein leises Geklingel. Das ist Tink. Das ist die Elfensprache. Ich höre sie, glaube ich, auch. Schimpf doch nicht so, war Peters Reaktion. Ach, Peter, wenn sie nur mal stillhalten würde, damit ich sie anschauen kann. Sie halten beinahe nie still, sagte er. Aber einen kurzen Augenblick sah Wendy, wie das märchenhafte Wesen sich auf der Kuckucksuhr niederließ. Oh, wie reizend, rief sie. Sie ist eine ziemlich gewöhnliche Elfe, erklärte Peter entschuldigend. Sie heißt Tinkerbell. Mittlerweile saßen sie zusammen im Lehnstuhl und Wendy setzte ihm mit weiteren Fragen zu. Wenn du jetzt nicht im Kensington Park wohnst, tue ich manchmal noch. Aber wo wohnst du denn am häufigsten? Bei den verlorenen Jungen. Wer sind die? Es sind die Kinder, die aus dem Kinderwagen fallen, wenn das Kindermädchen gerade woanders hinguckt. Wenn sie nicht in 7 Tagen abgeholt werden, schickt man sie weit weg, ins Nimmerland, um sich die Kosten zu sparen,
Ich bin ihr Anführer. Das muss ja Spaß machen. Und ob, sagte Peter. Wir sind aber ziemlich einsam. Es fehlt uns, verstehst du, an weiblicher Gesellschaft. Gibt's da keine Mädchen? Nein. Mädchen sind bekanntlich viel zu schlau, um aus dem Kinderwagen zu fallen. Wendy war sehr geschmeichelt. Ich finde es einfach wunderbar, wie du über Mädchen sprichst. John da drüben verachtet uns nur. Als Antwort stand Peter auf und schmiss John samt dem Bettzeug aus dem Bett. John schlief jedoch so friedlich auf dem Boden weiter, dass sie ihn dort unten liegen ließ. Was ist, Wendy? Es war, als hätte mir jemand am Haar gezogen. Das muss Tink gewesen sein. Ich habe sie noch nie so aufsässig erlebt. Und tatsächlich flitzte Tink wieder umher und stieß Beleidigungen aus. Du Blödmann! Blödmann! Peter konnte den Grund nicht verstehen. Wendy allerdings schon. Und sie war ein klein bisschen enttäuscht, als er zugab, dass er nicht ans Fenster des Kinderzimmers gekommen war, um sie zu sehen, sondern um sich Geschichten anzuhören. Ich kenne nämlich keine Geschichten. Keiner der verlorenen Jungen kennt Geschichten. Einfach furchtbar, sagte Wendy. Weißt du, warum Schwalben ihre Nester unter den Dachtraufen bauen? Fragte Peter. Sie wollen den Geschichten lauschen. Wendy, deine Mutter hat dir eine wunderschöne Geschichte erzählt. Was für eine? Von dem Prinzen, der die Dame nicht finden konnte, die Glaspantoffeln getragen hat. Peter, sagte Wendy aufgeregt, das war Aschenputtel. Und er hat sie gefunden. Und sie lebten glücklich miteinander bis an ihr Lebensende. Peter war so vergnügt, dass er vom Boden aufstand, wo sie gesessen hatten, und zum Fenster lief. Wohin gehst du? Rief sie in banger Vorahnung. Den anderen Jungen davon erzählen. Geh nicht, Peter, flehte sie. Ich kenne Unmengen von Geschichten. Das genau waren ihre Worte. Und es lässt sich nicht leugnen, dass sie es war, die ihn zuerst köderte. Er kam zurück und sein Blick war jetzt gierig, was sie hätte beunruhigen sollen, aber nicht tat. Tolle Geschichten könnte ich den Jungen erzählen, sagte sie lebhaft, worauf Peter sie am Arm fasste und zum Fenster zog. Wendy, komm mit mir und erzähle sie den anderen Jungen. Natürlich gefiel es ihr bestens, um etwas gebeten zu werden, doch sie sagte, du meine Güte, unmöglich, denk bloß an Mami. Außerdem kann ich gar nicht fliegen. Ich bringe es dir bei. Herrlich, zu fliegen. Ich bringe dir bei, wie man den Wind auf den Rücken springt. Und schon sind wir auf und davon. Oh, rief sie hingerissen. Wendy, Wendy, du könntest, statt in deinem dummen Bett zu schlafen, mit mir herumfliegen und deinen Spaß mit den Sternen haben. Oh, Wendy, es gibt sogar Nixen. Nixen? Mit Schwänzen? Und was für lang? Ah, rief Wendy, mal eine Seejungfrau sehen. Wendy, sagte der gerissene Kerl, du könntest uns abends warm zudecken. Oh, keiner von uns ist je abends im Bett warm zugedeckt worden. Oh, und ihre Arme streckten sich ihm entgegen.
Und du könntest unsere Kleidung ausbessern und Taschen für uns nähen. Keiner von uns hat Taschen. Wie konnte sie da widerstehen? Das ist natürlich unheimlich faszinierend. Peter, würdest du auch John und Michael das Fliegen beibringen? Wenn du willst, sagte er gleichgültig. Und sie lief zu John, danach zu Michael und schüttelte sie an den Schultern. Aufwachen, rief sie. Peter Pan ist da und wird uns das Fliegen beibringen. John rieb sich die Augen. Dann stehe ich auf, sagte er, ohne zu merken, dass er sich bereits auf dem Fußboden befand. Na sowas, staunte er. Ich bin ja schon auf. Michael war mittlerweile auch aus dem Bett. Peter, sag mal, kannst du wirklich fliegen? Statt sich um eine Antwort zu bemühen, flog Peter eine Runde im Zimmer, wobei er auf dem Kaminsims Station machte. Fantastisch, lobten John und Michael. Klasse, rief Wendy begeistert. Sag, wie machst du es genau? Fragte John, während er sich das Knie rieb. Er war praktisch veranlagt. Du hast einfach wunderschöne Gedanken, erklärte Peter. Und die heben dich in die Luft. Und wieder gab er ihnen eine Kostprobe. Das geht bei dir zu rasch, sagte John. Könntest du es nicht mal ein einziges Mal langsam machen? Peter machte es zuerst langsam, dann schnell. Ich hab's jetzt raus, Wendy, rief John, merkte aber bald, dass es nicht hinhaute. Keiner der drei schaffte einen Zentimeter hoch, auch wenn Michael zweisilbige Wörter kannte und Peter A nicht von Z unterscheiden konnte. Natürlich hatte Peter sein Spiel mit ihnen getrieben, denn niemand kann fliegen, bevor nicht etwas Elfenstaub an ihm haftet. Zum Glück war an Peters Hand noch Tinkerbells Elfenstaub, wie bereits erwähnt, und er pustete etwas davon auf jeden von ihnen mit ausgezeichnetem Ergebnis. Jetzt bewegt eure Schultern hin und her, sagte er, und springt los. Alle standen auf ihren Betten und der tapfere Michael sprang als erster los. Er hatte es eigentlich gar nicht vor, aber er tat es und schwebte sogleich durchs Zimmer. Herrlich! Toll! Guckt mal! John rief plötzlich, warum sollen wir nicht alle rausfliegen? Eben dies war natürlich Peters Absicht gewesen. Michael war bereit. Er wollte sehen, wie lange er brauchte, um 1 Milliarde Meilen zu fliegen. Wendy allerdings zögerte. Nixon, wiederholte Peter. Oh! Und es gibt Piraten. Piraten? Rief John und griff nach seinem Sonntagshut. Fliegen wir gleich los! Kommt, rief Peter und segelte in die Nacht hinaus. Gefolgt von John, Michael und Wendy. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein.